Bullseye. Guck, da ist er doch. Da ist er doch. Hello, Uncle. Whatever. Oh Gott, wieso liegt er jetzt da? Ah, weil er schläft. Natürlich. Get up, old man. I am up. Mhm. Get up! There, I'm up. Good. Thank the good Lord you're back. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. You want a long sleep, Uncle? That can be arranged. It'll cost me less than food. You always was a hard and nasty man, John Marston. You always was a useless, conniving thief. And where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. Come on, old man. Do this together. Oh, cool. Vieh treiben. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ich freue mich so. Meine Lieblingsbeschäftigung. Alright, you stay front. So, wir haben das Vieh rausgetrieben. Passt, oder? Let's get him out to pasture. Wo ist denn der alte Dude? Ich dachte, er soll voraus. Huch, das Vieh geht schon mal voraus. Ah, da ist er. Da ist er doch. Easy, partner. So, ist draußen. Damn, this pasture looks overgrazed. Let's take him out to the plane. Great Plains? Das trifft dir ja gut. Ich hoffe, dass ich dort dran bleiben kann, bevor ich wieder zurückreite. Ich brauche einen Trimon. Oh, oh, oh. Guck mal, noch ein Ding sie unter. Nee. Die Kiste mache ich jetzt nicht auf. Die andere war enttäuschend. Die andere war enttäuschend. Komm, zurück zur Herde. Abfahrt. Guck, das ist überall Prärie. Oh Gott. Überall Prärie-Mohn. Und den sieht man hier auch gut eigentlich. Ganz kurz auf der Karte gucken, wo wir sind. Okay, am unteren. Schon fast bei Breachers, Beachers Hope oder wie das heißt. Oh, Sir. Wieso fällt denn der jetzt vom Pferd? Oh no. Nee. Wir bleiben bei der Herde. Safe. Also sind das noch 15? Da sind auch welche, oder? Ja. Wie sollen wir die denn jetzt wieder alles zusammentreiben? For real. Kommt, los. Action. Action, action, action. Auf. Auf. Alle wieder zusammen. Gang, gang. Ich weiß zwar nicht, wo wir lang müssen, aber gang, gang. Da, nach oben. Abfahrt. Komm. Opa. Ole Papa. Wow. Sind schon alle, oder? Ja, ich glaube, das zeigt so wieder falsch an. Oder weil die irgendwie out of range sind oder so. Also ich bin ehrlich, das sieht hier nicht besser aus als... als drüben, aber okay.
Let's go! Ja, super, super ist das hier, ja. Das ist so fruchtbar. No thanks. You got your pound of flesh from me today. Wie plus 13? Das waren alle. Gut, auf dem Rückweg gucken wir mal nach Pririmon. Bin gleich wieder. So, wir suchen Pririmon. Oder so. Also nicht oder so, wir suchen Pririmon. Das ist irgendwie ein Wildschwein? Bei meiner Herde? Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aufgrund dieser Artenvielfalt. Okay, warte. Irgendwo hier unten waren wir vorhin und da waren 700 Pririmon. Oder vielleicht 4 oder so. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal in die Richtung. Schon wieder ein Puma. Sir? Would you be so kind and leave me the fuck alone? Ist das mein Pferd? Muss ich jetzt laufen? Kommt jetzt ein Pferd, wenn ich pfeife? Also ich frage für einen Freund. Naja, wir müssen ja ne, hier Recycling und so. Wir haben jetzt unser eigenes Pferd gehäutet. Dass das kein Achievement ist. Also, ich muss warten. Natürlich. Okay. Dann suchen wir zu Fuß Pririmon. Natürlich. Nichts lieber als das. Irgendwo hier war der doch. Da. Da oben. Vielleicht. War mir so klar, ne? Ich habe auf dem Hinweg 4 Stück gesehen oder so. War ja klar, dass wir das auf dem Rückweg dann am Ende wieder nicht finden. Hallo, Pririmon, da? Bist du Pririmon? Nee. Vogel. Hier sind wieder nur komische Johannisbeeren. Das ist ein Jäger. Ich habe mir überlegt, jetzt ein Pferd zu nehmen. Ach, guck mal, wir haben wieder ein Pferd. Let's go. Hallo, Pferdi. Unser Pferd ist jetzt braun. Ach, guck mal, eine Schlange. Komm, eine Schlange nehmen wir mal mit. Schlange hat man bisher, glaube ich, nur eine. Oder vielleicht zwei. Na gut, dann eben kein Pririmon. Zumindest gerade nicht. I guess. Das ist schon gemein. Ist das unser Ranch? Maybe. Ich glaube, es ist unsere Ranch. Haha, Parkour! Was will denn der Onkel von uns da oben? Ja, Tatsache. Tatsache, da oben. Was are you looking at, old man? There's some Mustangs and some such out there beyond that ridge. Also. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Fair enough. We're nearly out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case if someone just shot me in the head if you don't hurry up.
Die zwei verstehen sie ja super. Die verstehen sie ja prächtigst, wa? Gang, gang. Das ist auch werde. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on, I'm getting old. I gotta start taking things easy. You've been taking things easy for 40 years. Er ist echt nicht hier zu dem, ne? Holy shit. So, müssen wir jetzt zusammentreiben oder fangen wir die? Ja, genau, mein Wurfbeil. Ey, fang du doch selber eins. Schon leicht hier große Sprüche zu reißen. Mann! Ich sag euch, wie ist Verbrechen mit dem Laster zu fangen, ist einfacher. Wieso hat er jetzt wieder losgedacht? Manchmal verstehe ich das mit dem Lasso nicht, ne? Bin ich ehrlich. I'm trying, old man. Oh no. Mann. Also entweder habe ich das irgendwann mit der Lasso-Steuerung nicht ganz gecheckt. Da ist wieder... Prärimon. Da ist noch mehr Prärimon. Vielleicht müssen wir nicht wieder zurückreiten. Ich glaube, ich brauche einfach zu lang. Kann das sein? Oder dass das out of range ist. Quasi während ich absteige oder so. Ich weiß nicht. Ey, how? Achtung, Zug! Yeah. Leute, ihr lauft auf den Zug zu! Okay, Moment. Gibt's hier? Aber da ist halt nichts vom Ding, ne? Vom Pferdefang oder so. Das so, also vom Lasso. Der Lasso-Steuerung, I guess. Prärimon. So, ich muss die fangen und da muss ich irgendeinen Knopf halten, um das Lasso zu halten. Meiner Meinung nach war das R1. Zumindest habe ich das mit den Gefangenen so gemacht. Da bin ich abgeschrieben, bin hingelaufen, während ich das Lasso in der Hand hatte. Aber jetzt ist das Lasso jedes Mal wieder los, ne? Da guck. Zack, Lasso wieder ab.
War so close, aber irgendwie war mein Pferd der Meinung, sich in den Weg zu stellen. Ich sag halt, Pferde und Kühe eintreiben, ne? Pferde und Kühe eintreiben. Meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Come on, come on. So ein Busch macht's nicht einfacher. Vielleicht müssen wir jetzt gleich noch ein zweites fangen, weil er das nach Hause reitet. Come on, let's go. Ich muss einfach. Natürlich, natürlich. Nichts leichter als das. Aber vielleicht habe ich es jetzt raus. Vielleicht habe ich es jetzt raus. Werden wir gleich rausfinden. Haha! Ich glaube, das Problem war, ich muss R1 anhalten. Aber ich habe L2 immer losgelassen. Vielleicht nur aus Versehen, aber. Ich glaube, das war so der springende Punkt. Sag mal. Wie wär's denn, wenn du selber eins fängst, anstatt hier dumme Kommentare zu drücken die ganze Zeit? Old man? Come on. Vielleicht haben wir's. Let's go. Noch eins fangen? Das war alle einfangen oder was? Ah ne, der. Ist das meins? Natürlich, natürlich, natürlich. Wir fangen noch eins. So, wir müssen ja auch zwischendurch den Prärimon einsammeln können. Wir sowieso hier gefühlt alle einsammeln. Let's go. Come on. Das Prärimon hinter uns. Den nehme ich definitiv gleich mit. Mann, der ist ja direkt neben uns. Come on. Pass auf, jetzt kommt aber Cutscene und dann können wir den nicht ansammeln. Flippe ich aus. Dann flippe ich aus. Na? Haben wir es dann bald mal, oder wie? Haben wir es dann bald mal beruhigt? There we go. Was meins? Da. Oh, auf der Map gucken. Ah, wir waren an der falschen Straße, deswegen. Deswegen, wir waren an der falschen Straße. Ja, ja, das lassen wir. Okay, na klar. Sehr useful. Sehr useful. Look at these here horses. Fine as cream gravy. It sure will be nice to have some money in our pockets. Any money we make's going straight back into this ranch, not down your gully. Oh, come on. Make sure there's enough fresh hay. Nice. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you.
Not a bad day's work. Not at all. Ey, guck mal. $100 Cash. Ist Jack noch da? Ja, auch schon Feierabend, oder? Natürlich, zwischen 5 AM und 6 PM. Natürlich. Der hat schon Feierabend. Da läuft er doch. Dann lass mal kurz nochmal da hochgucken. Mal gucken nochmal kurz nach Primon. Ich werde zwar keine 12 finden, aber vielleicht finden wir noch 3-4 Stück. Theoretisch sind da oben ja einige. Muss ich nur finden. Und die Kiste da oben können wir mal looten. Warte ich hier? Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gelootet, oder? Oh Gott, wenn da oben schon wieder eine Kutsche steht, ne? Weiß nichts Gutes. Na okay, sie bewegt sich. Sie steht nicht. Haben wir den? Ja. Also nein. Also den können wir... Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben Prärimon. Let's go. Let's go. Ist also rein über... So schwer ist er hier nicht zu finden. Sieht man halbwegs deutlich. Das ist der Vorteil. Und es scheint nicht so wenig davon zu geben. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie... Wie der Respawn auch. Come on. Haben wir noch einen. Haben wir schon mal drei. Ist doch schon mal eigentlich eine gute Ausbeute. Jetzt haben wir schon ein Drittel der Aufgabe. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Wenn wir beide noch nicht haben, haben wir die Hälfte. Let's go. Da war der andere. Aber auch noch nicht. Perfekt. Ready. Und ist noch einer. Leute, ich habe keine Zeit mehr für eure Gesetzeshüter-Aufgaben da, bin ich ehrlich. Ich muss Primon sammeln. Da ist noch einer. Also wenn es so weit geht, ist Primon die schnellste Sammelaufgabe, die wir hatten bisher. Obwohl es logischerweise halt das, ne, obwohl wir da meistens für sammeln mussten. Ist hier noch Great Plains? Ja, das ist Primon. Yes, sir. Wie gesagt, nur gucken, dass... Da wurde irgendwer angeschossen. Dass wir gucken, dass wir nicht denselben 2-3-mal einsammeln, aber ansonsten. Pretty good. Anderer Strauch. Da ist einer. Fast vorbeigeritten. Ist das da vorne Primon? Yes, sir. Sehr schön. Stopp. Might as well. Also, wenn ich mir jetzt hier falsch überschlagen habe, könnte jetzt noch einer reichen. I'm not sure, though. Also, es könnte natürlich auch mehr sein, aber... Meinen Überschlagungen nach... Vielleicht sogar nur noch einer. Aber den einen, wenn es denn so wäre, den einen dann zu finden. Das ist wieder... Das ist eine Lebensaufgabe jetzt wieder. Safe. Da ist einer. Dann ist aber safe nicht der letzte. Sonst hätten wir ihn nicht gefunden. Watch it.
Crazy. Crazy. Gold-Johannisbeeren. 15. Warte mal, was steht denn da drin, wo es die gibt? In und um Great Plains. Okay. Guck mal, das da vorne sind doch schon welche, oder? Ja. Die gibt es nämlich auch auf der Ranch. Es ist nur die Frage, ob wir die sammeln können, die auf der Ranch. Können wir gleich mal gucken. Da ist auch einer. Ist wieder ein schlechter Jäger unterwegs, würde ich sagen. So wie der da durch die Gegend ballert. Wild durch die Gegend schießend. Das würde ich natürlich schätzen. Das könnte dann der letzte Überlebenskünstlerauftrag sein. Aber das ist Auftrag 9. Als ob das mit 9 und nicht mit 10 aufhört. Weiß ich auch nicht, ne? So, das hier ist nämlich theoretisch so ein Busch. Ja, wir können den einsammeln. Perfekt. Dann sollten wir auf 4 oder 5 Stück, könnten wir jetzt schon kommen. Oben ist nämlich noch einer. Ja, doch. Ich hab doch da noch einen gesehen. Irgendwo ist eine Schlange. Da ist eine Schlange. Ja, ich fange die Schlange jetzt mit dem Lasso. Habe ich gerade noch so gehört, die Schlange, du. Ich werd einfach zum Jäger. Zum Jäger und zum Sammler. There we go. Machen wir gleich mal das fertig. Jetzt haben wir noch eine Stunde über die Ranch. Da oben ist noch einer. Okay, den haben wir. Befürchtet, bis das Pferd da ist, sind wir wieder fast da. Zwei sogar, der eine ist außerhalb, aber ist egal. Das hier sind keine, ne? Nee. Ah, das hier ist eine. Das war jetzt nur eine Eule, was ich gerade gehört hatte, ne? Mir war kurz, als hätte ich eine Stimme gehört, aber ich glaube, das war nur eine Eule. Die Huhu gemacht hat. Guck, und da drüben ist auch noch einer. Kann auch mit snacken. Im Boden sammeln wir die sogar. Beeile mich, ich bin gleich wieder auf der Ranch. I'm sorry. Jäger und Sammler, Jäger und Sammler. Ah, here we are. Schön. Richtig und wichtig. Wo ist die Ranch? Da. Wird den gerade gesammelt? Weiß ich nicht. Kann sein. Wir gehen auf jeden Fall dahin. Kann aber sein, dass das der ist, von dem wir gerade herkommen. Opa. So, da unten ist ein Busch. Da haben wir noch einen. Da links sehe ich auch noch einen. Da unten ist noch einer. Ich weiß nicht, ob die Aufgabe jemals machen werden. Das Ding ist, uns fehlt halt jetzt der rote Salbei, ne? Ist das rote Salbei, Wüstensalbei? Ich weiß es nicht. Was auch immer, aber wir haben beides verkauft. Das... War gar kein Biber. Vielleicht war das das Problem, weshalb wir die ganze Zeit keine Biber haben. Weil ich... Naja, egal. Vorne ist... Ganz schön viele Schlangen hier. Sind da vorne Bisons? Ja. Ferdi! Ganz schön aus der Puste, der Mr. Marston langsam. Aber wir laufen hier auch ganz schön durch die Gegend, um dieses Johannisbeeren einzusammeln. Das ist auch neu, oder? Da waren wir da auch noch nicht. Und da links ist auch noch einer. Gucken,
Und das Pferd noch hinterher kommt irgendwann. Ist das ein Stein da links oder ist das ein Puma oder so? Ich glaube, es ist ein Stein. Hallo Pferdi. Schön, dass Sie mir Gesellschaft leisten. Sehr freundlich. Wenn die Kamera sich teilweise nicht drehen würde, wenn man wieder auf oder ne, wenn man aus dieser Cutscene rauskommt, wäre das Gefühl auch ein bisschen leichter, die Übersicht zu haben, ob der nächste, den ich sehe, einer ist, von dem ich herkomme oder zu dem ich hin möchte. Haben wir hier noch welche gerade? Ich sehe keine tatsächlich. Durch alles normale Büsche. Auf jeden Fall der hier, den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Haben wir Wölfe auf der Ranch? Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wenn er. Bin ich Disney-Prinzessin? Ein Reh, Wölfe. Ein Dings hier, ein Stinktier. Halbe Disney-Prinzessin. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Johannisbeer bei sind, aber. Das werden wir rausfinden. Okay, da sehe ich keine. Sind hier oben noch welche? Das sind nur normale Büsche. Digga, wir haben super viele Pferde auf der Ranch. Wieso fangen wir die außen? Die sind literally auf unserem Gelände. Das sind doch quasi unsere Pferde dann, oder nicht? Und Wölfe. Na gut, ich glaube jetzt hier alle in der Gegend haben wir gerade mal. Und das könnte auch eine Schlange gewesen sein. Dann legen wir uns mal hin. Machen ein Nickerchen. Und dann gucken wir, was der Jackie Boy so vorhat. Ist aber eine schöne Hütte, ne? Oh Gott. Wie viel hast du jetzt? Hast du jetzt schon negativ? Hast du Schulden gemacht? Wölfe, Hunde und Söhne. Oder Wölfe, Söhne. Hunde, Söhne. Fast einen. Fast einen? Achso, 12k. Good morning, Miss Marston. How you doing? Genau. Die steht morgens auf, zack, in die Küche. Kein Kommentar. Kein Kommentar. So, guck, jetzt. Sehr schön. Jack! Hey, Jack. Hey, Paul. Need a hand with that? No, sir, I got it. No, sir. Looks like you have. You know, you're real good with them tools. Thank you, Paul. You'll make this land real nice one day. Schneid ein Stück Holz. By the time your turn comes, hell, this could be the nicest farm in the county. Maybe, Paul. Hallo, bitte außen rauchen. Just gotta learn to shoot straight or you'll get yourself eaten by some animal. Very funny, Paul. Thank you, son. Soon it'll be quail season. We should have some fun then. Is there anything you don't like shooting, Paul? Well, I ain't met the thing yet, but as soon as I do, I'll let you know. You can even put it in one of them books you read. Yeah, maybe I'll do that. Today, John Marston stops shooting. Now, I ain't no literary man, but I don't think that'll sell. People like shooting in them things. I think you may be right there, Paul. True, true. So, you ever hear talk about them machines that can make a man fly? Well, sure, Paul. Everybody knows about that. You know they're going to be bringing one of those machines around the country next year for a demonstration? One of them machines can turn men into angels. One of them machines can turn men into angels. John, come here! Oh Gott, schon wieder im Fernglas. Ja, wir sind schon unterwegs. Take a look at that.
Jack, go into the house, lock all the doors. Whatever happens, don't come outside. You hear me? Whatever happens. Okay. Come here, son. Whatever happens, keep the doors locked and your mother inside. Promise me, son. Promise me. Who is it, Pa? It's just some old friends. Me and Uncle take care of it. And you go inside and keep the doors and the windows locked. I hear you. Then run! Yeah, run, boy. Run, boy. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. These are just the government types. So it seems. Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst, to be honest. Digga! Okay. Vielleicht nicht so weit vorpushen, alles klar. We got this. Nicht ganz so weit vorpushen. Die sind wirklich weit verteilt. Okay, sir. Get that gun ready, old man. Seit wann können die alle schießen? Wo ist der andere? Der andere ist irgendwo auch in der Richtung. Wo ist der? Da ist er. Okay, ab ins Haus. Eieiei. Ich sagte, stirbt der Opa. What are we gonna do now? What's wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Pa, what do they want? I don't know, son. Whatever it is, it's here. Achso, das sind Pferde, lol. Nein, ist er nicht. Spoiler, nein, ist er nicht. Der hinterm Haus welche sind. I think he dead. I'm sorry. I don't know if it's Geed. Ain't time, John. He's gonna make it off this porch anyhow. You take Jack and Abby. Take them and don't worry about me. Leave me behind. Get him out of here. No! Oh
uncle, please! Oh my god! They killed him! Come on, son! Ain't nothing we can do for him now! They killed Kenny. We're leaving the barn. I'll watch from the silo. You two go to the barn. Get the horses ready. John! I'll meet you there! Naja, naja, harter Grind würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir machen Progress. So hart ist jetzt nicht gegrindet worden, glaube ich. Nicht bisher. Aua, aua! Außer die schießen wieder auf mich. Nein, du darfst nicht auf mein Klo gehen. Dann müssen wir noch kurz hoffen, dass die uns nicht treffen jetzt. Okay. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Viel Spaß. Aber übertreib nicht, ja? Lass dir noch was für nach dem Urlaub übrig. Was gibt deine Familie zu Fuß oder vom Siedlerschutz? Dann? Abfahrt. Ach guck mal, da hat jemand die Leiter repariert. Das ist ja schön. Zack. Alright, you're covered. Now go, go. Well, I guess that's that. Okay, der ist despawned. Der nicht. Haben wir auch ein Pferd? Hallo? Sind die in der Scheune? Oder dahinter? Beides. In hinter der Scheune. Hey! Come on! Now listen. Jack, Gnarly, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. Keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Nah, ich glaube, dafür ist zu spät. Ain't no trouble. Ich glaube, er lügt. Ich sagte, er flunkert ein bisschen. Now go. Get. Here we go again, boy. Oh shit, here we go again. Ach, guck mal einer an. Komm, Waffe ziehen, eintreten, Abfahrt. Okay, Waffe ziehen vielleicht nicht die beste Idee. Gebe ich zu. War vielleicht eine... Oh, damn. Ist das die Überleitung zu Undead Nightmare? Quasi.
Das soll jetzt nicht so, oder? Da kommt jetzt gleich Mission fehlgeschlagen, oder? Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! Okay. Ich müsste da noch ein paar Johannisbeeren sammeln. meine Johannisbeeren. Wo ist hier das Kreuz? Wo ist die Leiche? Also, die spawnt. Okay. Ich glaube, der kommt nicht nach. Also wenn wir jetzt nicht gleich mit dem Sohn weiterspielen, kommt da nicht mehr so viel, glaube ich. Oh, bury me not. I'm just saying. 38 ist er geworden, glaube ich. Wenn wir jetzt auf die Schnelle verrechnen haben. Also dass der Opa stirbt, habe ich erwartet, ne? Aber... ja. Blessed are the peacemakers. Jetzt kommt die Hand aus dem Grab. Nein? Oh, ist das Ding? Ich weiß nicht, wie nah das zusammen ist, aber ist das Morgen-Dings hier? Nee, das sieht... hä? Ah, das ist Jack gewesen. Das ist Jack. Hä? Okay, Moment, was war das Achievement? Das ist Jack. Geschäfte haben neue Gegenstände. Okay, ist Jack jetzt einfach nur die Möglichkeit zu komplettieren? Also scheint mir so, ne? Weil... gut, der Dale ist, Dale... das wäre aber interesting, einfach mit dem Sohn dann hinzugehen, potenziell, ne? Aber... es scheint mir... können wir mal gucken. Statistik. 74,7%, aber wie gesagt, das ist halt nur die Main-Dings hier, ne? Mission. Ich glaube... oh Gott, wir brauchen noch ein oder zwei Johannisbeeren. Die suchen wir gleich noch. Safe. Safe. Haben wir jetzt überhaupt was Bibelmäßiges? Haben wir dasselbe Inventar? Ja, literally. Der hat einfach nur... der hat einfach nur das Inventar seines Vaters übernommen. Sehr schön. Das hat er ihm vererbt. Yep. Zwei Bibelfälle haben wir. Jack, wir müssen Johannisbeerstreiche suchen. Der hat auch die Stimme. Nur ein bisschen... manlier. Ich glaube... that's it, ne? Also storytechnisch. Bleibt diese bedrückende Musik jetzt für immer? Also ich frage für einen Freund. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Die Stimme ist ein bisschen off. Na gut, die ist halt nah am Sohn gehalten, ne? Aber ist halt... nee, danke.
Es gibt tatsächlich 10. 10 Büschel lila Schnee. Ah, die hatten wir auch schon. Okay. Und sammle dann noch 2 weitere Büschel von jedem anderen verfügbaren Kraut. Okay, das wäre dann die letzte, theoretisch. Aber 10 Glöckchen und dann von jedem anderen ist ein bisschen heftig. Haben wir irgendwen? McFarlane Ranch, I guess. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir irgendwen haben, irgendeinen Ort oder so, zu dem wir hinreiten können, wo irgendwas, ne, irgendein bekanntes Gesicht haben oder so. Ich würde einfach nur mal gucken, wie die Leute potenziell reagieren auf Jack. Was bist du denn? Bist du ein Bär? Ne, du bist ein Wildschwein. Aber das erklärt dann natürlich, wie Undead Nightmare zustande kommt, I guess. Also, ich vermute, dass das erklärt. Wissen tue ich das natürlich nicht, aber... Hier könnten wir Würfelpoker spielen. Naja. Noch einmal Würfelpoker. Howdy. Hey, howdy, howdy, howdy. Aber schön, dass die alle... Ich meine, I guess, ne, durch das Ending war das die einzige mögliche Variante, noch eine 100% zu erlauben, nachdem man die Story beendet hat. Weil, ne, alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Aber ich finde es ein bisschen weird, dass der Junge dann einfach alles übernommen hat. Ja, auf der anderen Seite, ne, man arbeitet die ganze Zeit mit dem Vater dafür, nur dass er das Chip dann mal wieder von vorne nimmt, wäre auch ein bisschen doof gewesen, I guess. Aber... Gefühl scheint er alles übernommen zu haben. Also Ruhm und Interaktionen und alles, alles. Das finde ich ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Aber genau deshalb will ich jetzt mal gucken, wie potenziell. Ich weiß nicht, ob wir Bonnie oder so sehen. Aber ich glaube, ohne Quest haben wir die eigentlich nie gesehen, die Leute, ne? Sondern meistens random Dudes oder so, die da waren. Kommen wir rein ins Haus? Nee. Nope. Das war die Ranch, aber ich glaube. Howdy. Sieht nicht so aus, als würden wir irgendwen finden, den wir oder halt Jack kennen. Hier, maybe? Ne, sind auch alles andere Dudes. Das sind auch alles andere Dudes. Ja, gut. Okay, eine Idee habe ich noch, aber doch mal gleich mit der Postkutsche. Guck mal nach Blackwater. Das ist noch eine. Mal gucken, wie die da generell, weil die ja den erschossen haben. Ach guck mal, man kann jetzt auch nach Las Hermanas. Wir können auch tatsächlich nach unten schnell reisen. Also nach Mexiko. Alright, Partner. Guck mal. Ach, das ist eine Nachtwache. Ich würde sagen, guck mal, da gibt es so eine Aufgabenkreuz, aber das ist der Nachtwachenjob. Haben wir. Doch, wir haben Pferd. Ich würde schon sagen. Weil das Pfeifen gerade nicht funktioniert hat. Das ist meine einzige Idee, da nochmal zu dem Government-Gebäude da zu gucken. Vielleicht erstmal. Vielleicht mal eine kurze Nächtigung? Machen wir mal kurz ein Bubu, wa? Hallo. Hallo. Ich habe hier ein Zimmer. Also, auf Marston läuft das, ja. Ich wollte gerade sagen, mach mal besser jetzt auf hier. Hätten die gesagt, nee, geht nicht, dann hätte es aber Stress gegeben, du. Hätte ich auch wie Schoss in die Tür. Nee, hätte ich nicht, aber... Was passiert denn da draußen? Gut, jetzt ist das ja noch dunkler geworden, gefühlt. Ach, das ist die Kutsche, glaube ich. Weil die Kutsche bei Unebenheiten irgendwie immer ganz komisch reagiert. James, was geht? Einen wunderschönen Moisen. Who are you? Hallo, guck mal, ich bin Marston. Der ist Sohn von dem Typen, den ihr erschossen habt, ihr Wichser. Entschuldigung. Wir rein.
Ja, habe ich. Also. Vermutet, so, das würde ich sagen. Ist wieder was Lustiges passiert. Wieso hast du deinen Account verloren? Wo ist denn der Dude, der gerade Help geschrien hat? Ich weiß es nicht. Ich hatte gedacht, dass vielleicht nochmal irgendwo eine Interaction kommt, ne, mit dem. Aber so wirkliche Interaction scheint es nicht mehr zu geben. Außer wir finden vielleicht nochmal einen so einen fremden Bürger, bei dem wir eine Mission haben. Der Daedalus Sohn, das haben wir noch offen, aber dazu müssen wir halt Roter Salbei und so noch sammeln. Und. Nö. Tja, Jack. Sieht ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, irgendein Dude, den wir schon mal gesehen hatten. Ich weiß gar nicht. Auch interesting. Das regnet nur auf die Kamera, wenn ich unter 90 Grad gehe. Das ist ja crazy. Guck. Zack, und es regnet drauf. Ja, Jack. Ich würde sagen, deine Story ist vorzeitig beendet. Also, ne, seine Story war sehr kurz. Die von John Marston war ein bisschen länger. GG zu Ding. Wir sollten vielleicht doch mal. Wir gucken doch. Nee, wir haben gerade gespeichert. Es ist ja nichts passiert, seitdem ich gespeichert habe. Das war Red Dead Redemption 1. Ich. Was halte ich von dem Ende? Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil das einfach mal was anderes ist so. Ne? Also ist. Keine Ahnung. Es passiert nicht gerade oft, glaube ich, dass der Main Character einfach mal abgekillt wird. Aber. Nee, weiß ich. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden. Gut, das ist natürlich für so 100% ein bisschen schwierig, wenn dann aber auch besser Ende gewesen wäre. Und jetzt nicht nochmal Jack und ne, die Mutter beerdigt. Und keine Ahnung. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen atmosphäriger gewesen. Wenn man das dann wirklich auch gecuttet hätte. Und, weiß ich nicht, zumindest Credits ins Menü und dann einfach die Möglichkeit zu geben, einfach nochmal reinzugucken. So nach dem Motto. Aber. Freigesprochen war es auf jeden Fall, ja. Eine 2 minus ist okay. Nee, aber also ich habe das am Anfang schon mal gesagt. Ich finde, das Spiel ist. Also ich würde sagen, das Spiel ist gut gealtert. Ich habe es damals nicht gespielt. Das Spiel ist mittlerweile 14 Jahre, glaube ich, noch. 2010, wenn ich mich nicht täusche. Red Dead Redemption. Nicht 2, 1. Ja, 2010. Also 14 Jahre alt. Dafür ist das tatsächlich noch. Sehr zeitgemäß eigentlich. Hat viele coole Features. Natürlich viel Interaktionsmöglichkeiten, das was auch gerade bei dem 2er viel gelobt wird, aber das werden wir noch vorausfinden. Das kommt nicht als nächstes, aber es kommt nach Red Dead. Wir werden uns natürlich Undead Nightmare jetzt nochmal angucken. Also ich habe vor, es zu spielen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das so abgespaced ist, weiß ich nicht. Es soll gut sein angeblich. Ist aber auch nicht so lang. Aber wir werden auf jeden Fall noch reingucken. Aber erstmal war es das mit Red Dead Redemption 1 as it is. DLC excluded, I guess.